So, es geht weiter mit Call of Duty 4. Hier ist wieder euer Evil Knievel. Und wir spielen Paul Jackson. Ich habe jetzt endlich mal den Ton ein bisschen leiser gemacht. Man hat ja meine Stimme in den letzten Videos nicht gut gehört. Die Mission muss jetzt schnell gehen. Bitte, dass ich nicht sterbe, ey. Kein Bock darauf. Naja, kann passieren. Jeder stirbt mal. Na, hat Spaß. Na gut. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Al-Assad und beenden diesen Krieg. Jetzt und hier. Los, Marines! Gut. Naja, Level heißt Demoralisierung. Ja klar, werde ich das machen. Ah, mein Finger kann hier nicht durchhalten. Da sind unsere Verbündeten, da darf ich nicht drauf ballern. An alle hier Ablaube. Wir sehen feindliche Panzer in Palmheim westlich des Flusses. Gut, da haben wir dieses Gebiet auch schon hier geschafft. Gut. Haben wir das auch geschafft? Ach, da unten sind ein paar Leute. Raketenwerfer! Ach nee. Was ist das für Raketenwerfer haben? Da hätte hier nicht so ein tankenden Laster stehen lassen sollen. Von hinten wusste ich nicht. Ich sehe den nicht mehr. Ich kann da nicht mehr hin. Also tut mir leid. Die werden jetzt gleichzeitig alle erledigt. Zack. Da hat sich noch einer verirrt. Also, sag mal. Will er mich mal verarschen hier? Wo kam der Panzer her? Ich hab den da eben nicht gesehen. Naja, ist egal. Panzer. Da. Zack. Er hat mal das schöne Auto kaputt gemacht. Was? Ich will mit. Lass mich hier raus. Ich will mit. Nein. Ich will nicht hier bleiben. Scheiße. Da müssen wir unseren Vorhutleiter helfen. Minuten, glaube ich, sind wir alleine. Die Vorhut sitzt im Kampfgebiet fest. Sie signalisieren ihre Position mit grünem Rauch. Jetzt explodieren diese Patronen nicht mehr. Nur so, wenn sie ein bisschen fliegen. Toll, wir haben nur die M1911-45 und die M4A1 mit holographischem Visier. Jo, perfekt, perfekt, perfekt. Ja, schön, freudig, dass du mich getroffen hast. Zum Glück, dass ich
Ich musste ja nachladen. Schön. Das ist ja das Genialste an dem Spiel. Ich dachte, ich habe das Haus gesichert. Plötzlich stehen da noch 3-4 Leute. Ah, hör auf hier mit diesen Ballern. Er läuft direkt mir ins Feuer. Das muss ja eigentlich nicht sein. Blendgranate erstmal rein da. Granate. Das ist mein Ende. Zack. Boah. Ich wusste direkt, dass da noch einer steht. So, wir nehmen uns den nächsten Laptop. Wir holen uns das Laptop hier hinten in der Ecke und fliegen. Der nächste Laptop ist, glaube ich, nicht weit. So. Wir müssen runter. Granate. Oh Mann! Blöden NG-Schütze. Hier schon der nächste Laptop. Das war der letzte in dieser Mission. So, haben schon insgesamt 60 Laptops. 16, nicht 60. Na, diese scheiß Granate. Bewegung. Ah, wo kommt? Das war mein Ende. Jetzt stirbt er, wenn ich tot bin. Sind wir so. Los, zur Landezone. Bewegung. Los, los. So. Wir sind in dem Helikopter wieder. Also, wir haben hier ein Problem. Over. Das C-Team 6 hat eine mögliche Atomwaffe in Al-Azad-Palast im Westen entdeckt. Nukleare Noteinsatzteams sind unterwegs. Alle zurückziehen, bis die Waffe als sicher eingestuft wurde. Over. Oh nein. Nuklear Angriff. Dann rettern wir sie mal. Ich mach's schnell. Vorsicht, 2-5. Feinde kommen zur Absturzstelle südwestlich eurer Position. Wir haben 90 Sekunden, Jackson. Der Pilot, niemand wird zurückgelassen. Jackson, hol sie da raus und zurück zur Landezone. Mach schon. Voll im Feuer von ihr, wird aber nicht abgeknallt. Los, zum Hubschrauber. Wir kümmern uns hier drum. Los! Verstanden, sind unterwegs.
Ja, werf mal du deine Granate. Deine letzte Granate. Outlaw, hier Kommando. Wir haben eine mögliche atomare Bedrohung in der Scheiße. Auf Mindestsicherheitsabstand gehen, bis das nukleare Noteinsatzteam die Situation freigibt. Los, los! Flieg doch hoch! An alle US-Streitkräfte, wir haben eine bestätigte nukleare Bedrohung in der Stadt. Einsatzteams sind vor Ort und versuchen zu entschärfen. Nein! Scheiß Atombombe. Festhalten, Männer! Da fliegt er raus. Das ist das Ende von Paul Jackson. Können wir ja so laufen lassen. Es ist ja nur so eine kleine Szene, dass gezeigt wird, dass er tot ist. Es ist etwas passiert. Scheint eine Explosion gewaltigen Ausmaßes zu sein. Die Berichte sind nur vage und unbestätigt momentan. Der Schaden scheint sich insgesamt bestätigte Meldungen über Verluste. Zu starten war scheinbar eine Atombombe in seinem eigenen Land. Vielleicht der Beginn einer größeren. Mehr als 15.000 Marines waren an der Operation zum Zeitpunkt der Explosion beteiligt. Es gibt keine Bestätigung, ob Al-Assad unter den Opfern des vermeintlichen Selbstmordes. Bislang ist noch nicht bestätigt worden. Da ist er. Charge und Paul Jackson tot. Doch erste Berichte von der Front lassen darauf schließen, dass Khaled Al-Assad, Friedenskommandant, der verantwortlich ist. Radioaktiver Niederschlag im Umkreis von 12 Kilometern. Epizentrum bei ND05680. Sofortige Evakuierung aller Männer innerhalb der Kernzone angeordnet. Kontaminationszentren werden eingerichtet und sind innerhalb von 2 Stunden voll einsatzbereit. Das Personal wird angewiesen, den IN-3-ADE-Dosis zu überprüfen und den Grad der Strahlungskontaminierung zu messen. Personen mit schwerwiegenden Werten werden aufgefordert. Wehtun, wenn man so springt und dann wieder auf den Boden hält. Aufstehen. Alter, ist das ein riesiger Atompilz? Das war's. Letzter Atemzug. So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss, Leute.